the king in your story. I wanna know who you are. I want your heart to beat for me. Yes! I want you to sing to me softly, cause then I might run in the dark. That's all the love ever taught me. Who are you? Call and I rush out. So we hide away, you never tell. You decide if darkness knows you well. That lesson of love, all that it was, I need you to see. You've got that power over me. Woo! My mind, everything I hold dear resides in those eyes. Got that power over me. You got that power. Wie heißt du denn? Ich bin Philipp und komme aus Ingolstadt. Wow! Ingolstadt! Ich finde, dein englischer Akzent ist sehr, 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 sehr gut. Also ich finde, ich hätte jetzt gewettet, dass du irgendwie aus Irland oder aus Kanada kommst oder irgendwo. Ich fand das wirklich besonders gut. Du hast in den tiefen Regionen eine richtig krasse Stabilität und Sicherheit. Und das Besondere an dem Song ist natürlich, dass er so explodiert im Chorus. Dermot Kennedy ist, finde ich, einer der krassesten Sänger, die es gerade gibt. Und du hast es mindestens genauso gut gemacht. Oh, vielen Dank, Dankeschön. Ich bin echt gerade mega geflasht von allem. Danke. Als ich mich umgedreht habe, dachte ich, oh mein Gott, Dermot Kennedy ist da. Dein Volumen ist wirklich, wirklich krass. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du Deutscher bist. Also wirklich mega Respekt für wie du es, also die Aussprache. Vielen Dank. Dankeschön, wirklich. Mega. Also, ich weiß jetzt nicht, wie relevant die englische Aussprache ist. Für mich ist das nicht so wichtig. Du hast einfach unfassbar viel Gefühl. Deswegen brauchst du keinen Coach, der dir noch mehr Singen beibringen kann. Ne? Also der Coach, der muss nicht unbedingt singen können, zu dem du jetzt gehst. Nehme ich mir zu Herzen, danke. Trotzdem habe ich ein, zwei Defizite gesehen, so deine Performance und so weiter. Da gibt es ein paar Dinge, an denen man arbeiten kann und das würde ich sehr gerne mit dir machen. Okay, vielen Dank. Die Stimme hast du. Also an der Präsenz muss ich mir ein bisschen arbeiten. Ich weiß, ich kenne dieses Gefühl. Hinter der Bühne da habe ich gesagt, ich bin immer aufgeregt vor einer Show. Marc leidet gar nicht unter Aufregung. So, der kann dir erstmal gar nicht helfen, an der englischen Sprache auch nicht. Aber Moment, warte mal. Ich habe die Lösung für sein Problem und deswegen kann ich ihm nicht helfen, oder was? Du hast keinen Verstand davor, deswegen kannst du nicht damit. Du hast Bühnenerfahrung seit 400 Jahren in etwa. Deswegen soll er in dein Team kommen. Damit nein, ich hab's im Griff. Performance bringt ihm dein Sido bei, also quasi im Rhythmus den Kopf nicken quasi. Das kann ich auch, Mann. Das ist wirklich. Wenn es das wäre. Ja. Wenn es so einfach wäre. Also, was ich eigentlich dir sagen wollte, diese Emotion, die wir gespürt haben, es war Wahnsinn. Und das musst du auslassen. Am Ende, als du gemerkt hast, alle vier haben sich gedreht, dann hast du es rausgelassen. Und wir müssen das in die erste Sekunde von dieses Lied schaffen. Ich will nicht das letzte Wort haben, aber ich kann es ja für dich noch mal zusammenfassen sozusagen. Ne? Bei Alice ist es so, sie kann sehr gut Englisch und sie hat gesagt, du kannst perfekt Englisch, ist raus. Darf ich meine Geschichte erzählen? Okay. Also. Gerne. Dermot Kennedy
kenne ich persönlich. Ich habe mit ihm auf dem Coachella gespielt. Wir haben auf derselben Bühne gespielt. Yes. Aus welchem Land ist er? Aus welchem Land kommt er? Irland. Ah, da haben wir das halt. So. Aus Irland kommt er, das ist ja Wahnsinn. So. Wenn du jetzt uns hier anschaust und wenn du jetzt gerne mit so einer Stimme eine internationale Karriere hättest, was ich wirklich gut vorstellen könnte bei dir, bist du bei mir richtig? Das geht mir jetzt schon auf die Eier, Alice. Ja, es tut mir richtig leid. Ich will ihn. Ich finde ihn super. Ja, muss ich mich darauf einstellen, dass du jetzt ein ganzes, dass du jetzt die ganze Staffel immer, wenn irgendjemand Englisch singt, dass du sagst, ja, ich verstehe Englisch und ich habe einen Welthit, oder was? Das geht mir, das geht mir jetzt schon direkt auf die Nerven. Ich nehme alles ein bisschen in Schutz. Alice ist ein Weltstar und das kann man nicht bestreiten. Sie hat international eine der großen Hits aller Zeiten. Willst du dich entscheiden? Ich möchte nur ganz kurz sagen, warum ich so geflasht war, dass sich alle vier umgedreht haben. Ich war letztes Jahr schon da. Und es hat sich keiner gedreht. Oh, wow. Oh, aber ich war letztes Jahr nicht da. Ich war nicht da. Und ich habe mich zuerst umgedreht. Sehr gut. Ja. Ich war nicht da. Deswegen, ich freue mich einfach total, dass ich mich umgedreht habe. Vielen Dank dafür. Yeah. Das war so ein richtig Hammererlebnis in meinem Kopf, was da abgegangen ist. Du hast es auch super gemacht. Oh, danke schön. Und ich glaube, deswegen gehe ich zu dir. Yeah! Did you fucking own this? Did you fucking own this? Woo! Well done, Phil. Amazing. I'm such a fan. Look forward to it.